Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Wir waren gerade dabei, hier alles zu terraformen, alles abzureißen. Ein paar Häuser sind schon weg. Und jetzt muss ich natürlich erstmal wieder eine neue Unterkunft bauen für die ganzen Villager. Damit sie hier nicht im Regen stehen müssen. Zack. Na. Ich weiß gar nicht, wie genau ich das bauen möchte. Ich denke, ich mache da so eine Art... Ich weiß gar nicht. Ja, keine Ahnung. Moment. Machen wir eine Doppeltür, denke ich. Hier, dann Doppeltür, dann hier und dann so. So würde ich sagen. Und dann jetzt einfach ganz lang. Bis hier hinter. Das ist vielleicht ein bisschen zu lang. Machen wir bis da. Und da packen wir dann nur Betten rein. Ja, da müssen wir hier noch ein bisschen wegreißen, damit es auch hinpasst. Ah, der Regen, der nervt schon wieder ein bisschen. Ich meine, Regen ist cool, wenn man tatsächlich ein Haus hat, wo man rausschauen kann. Und drin ein bisschen arbeiten kann. Aber jetzt gerade hier so im Freien, ohne Haus, ohne Heimat, will man das dann doch nicht. Ich würde sagen, ich mache hier das ganz normal mit Cobblestones. Na, oh, dieses Gras. Was einem immer davon abhält, hier Blöcke zu platzieren. So, so. Doppeltür. So. So viele Kinder. Ich denke, es hat sich gelohnt, die Villager nochmal ein bisschen zu versorgen. Mit Nahrung. Hier packe ich auch noch ein paar Fenster rein. Ich meine, man könnte sagen, ja, das Haus ist ja voll unnötig. Die brauchen ja bloß Betten, damit sie sich fortpflanzen. Aber ich bin ja kein Unmensch. Ich will ja schon, dass die noch hier eine Unterkunft haben, während alle ihre Häuser zerstört sind. Ich denke, das kann... Ja, das kann weg. Das kann definitiv weg. Dann diesen Layer. Dann den nächsten Layer. Habe ich schon gesagt, dass hier noch Fenster reinkommen werden? Ich glaube noch nicht. Hier kommen auf jeden Fall noch Fenster rein. Ich weiß noch nicht, wie viele, aber ein paar. Glas haben wir ja. Jetzt muss ich natürlich das Dach noch reinzimmern. Oh, die gehen alle schlafen, dann gehe ich mal auch schlafen. So. Jetzt muss ich nur gucken, wie... Ja, am besten schon... Ne, wenn hier ein Fenster reinkommen sollen, dann erst hier. Mach ich da wirklich Oak Stairs oder will ich da dunkle Dächer haben? Ja, ich denke... Einfach für das Standard-Dorf-Design. Sollte das hier erstmal genügen. Ich glaube, ich mag die Stripped Oak Locks nicht. Ich glaube, da werde ich noch, ich glaube, die werde ich noch durch normale austauschen. Ja, okay. Ich wollte es doch nur mal versuchen. So. Und so. So, so und so. Halt. So. Weiter geht's. Okay. Ey, was soll denn das? So, und so. Tja, dafür, dass wir, also dass ich vor kurzem 70 Level verloren habe, muss ich sagen, meine Ausrüstung ist ziemlich gut. Ich meine, ich hätte ja dann eh nur auf gut Glück enchanten können. Das wäre ja nur der Vorteil gewesen an den 66 Leveln. Da kann natürlich gutes Zeug rauskommen, aber an sich habe ich ja schon alles, was ich brauche von den Villagern. Noch nicht in Sachen Rüstung, aber so im restlichen, auf den restlichen Gebieten. So, das kommt noch mit, dann das hier so
ein bisschen Papier machen, dann können wir das wieder verschachern. Noch irgendwas, was weg kann? Ich überlege. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich sollte mir vielleicht mal ein Feld anlegen. Genau, ich brauche noch Stairs. Hier sind noch welche. Die verholze ich erstmal. So und so. Dann so. So und so. Da werde ich dann auch noch einen Holzbalken reinziehen. Ach komm. Kompetenz schlägt wieder zu. Ganz ruhig, nicht verbauen. So. Machen wir erstmal hier den Rand. Den kleinen Überhang. Dass wir da hier nicht die Treppen von unten vergessen und uns später wieder hochbauen müssen von unten. So und so. Das hier muss natürlich nochmal weg. Ich könnte das Haus sogar mehretagig machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das will. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass Villager keine Leitern steigen können. Die können nur normale Treppen hochlaufen. Leitern, da sind sie zu blöd für. Finde ich etwas schade. Denn dadurch kann man nicht mit Leitern arbeiten in deren Behausungen. Was will ich denn hier für einen Boden haben? Wahrscheinlich Spruce, ne? Spruce ist eigentlich ein ganz guter Bodenbelag. Das war hier drin? Hier drin? Hier drin? Hier drin. Nehme ich das mit. Da werde ich ein bisschen mehr brauchen. So. Dann weg mit dem Boden hier. Wobei, das hier bleibt hier drin. So, raus mit dem Boden. Geht sehr schnell. Bloß nicht zu viel abreißen. Das passiert schneller, als man denkt mit dieser Schaufel. Ja, hier. Da sieht man es schon. So, und rein mit dem Boden. Den habe ich sogar in die richtige Richtung, also das Haus habe ich sogar in die richtige Richtung gebaut. Weil ich mag das immer, wenn die Textur so in einer Linie geht mit der längeren Seite des Hauses, wenn das dann parallel verläuft. Na. So. Ne, gerade bei den Texturen, wo man halt solche klaren Linien drin hat, wie hier bei der Textur, da finde ich es dann immer geiler, wenn die mit der längeren Seite des Hauses parallel verlaufen. Sieht einfach ein bisschen ästhetischer aus, wie ich finde. So, jetzt könnten hier theoretisch schon die ersten Betten rein. Hier kommt dann der Holzstamm rein. So. Und ja, wie gesagt, das hier tausche ich auch aus. Das gefällt mir so sonst nicht. Aber weiß nicht, ist das vielleicht sogar zu tief, der Holzbalken hier drüber? Müsste ich nicht eine Stair bekommen haben? Habe ich hier nicht eine Stair abgebaut oder fehlt die da einfach? Habe ich die vergessen, dahin zu platzieren? Nehme ich jetzt einfach mal die hier. Na, nimm sie doch. So und so. Ich habe noch nie eine Scheune gebaut. Das könnte man eigentlich machen. Das erinnert mich gerade irgendwie so an eine Scheune. So ein großes leeres Gebäude, wo man ein paar sehr viel zu enge Gehege drin hat für Tiere. Vielleicht aus einem roten Holz. Dschungelholz ist recht rot. Ansonsten Akazie oder noch besser. Was war das? Mangrovenholz, genau. Mangrovenholz, das neue.
das noch raus. Na, jetzt wechsel doch auf den Holzstamm. Gott, ich hasse meine Maus. Die scrollt immer ein bisschen zurück manchmal. Wenn man in eine Richtung scrollt, scrollt die immer mal wieder nach hinten. Ja, eigentlich kann ich die ganzen Betten da jetzt schon mal reinplatzieren. Ansonsten kann ich natürlich generell noch ein paar Betten bauen. Wobei, ich glaube, das wäre gar nicht mal so smart. Würde ich sagen, machen wir so. Und dann lassen wir immer eins frei, bauen ein neues Bett hin. Eins frei, ein neues Bett hin. Habe ich... Was ist denn mit den ganzen Betten passiert, die ich von den Häusern da abgerissen habe? Habe ich die alle hier in die Kiste gepackt? Ja, da müssen noch Betten drin gewesen sein. Die habe ich hier doch nicht hinplatziert. Das sind doch alle Betten, die ich selbst gecraftet habe, oder nicht? Ah, hier habe ich die hinplatziert. Also eins zumindest. Das andere habe ich ja gerade eben da reingestellt. Ja. Dann wäre diese Frage auch beantwortet. Das kommt noch mit. Packe ich erstmal alle Betten darunter. Dann weiß ich, wie viel ich noch bauen kann, wie viele noch reinpassen. Die Häuser da unten, die kann ich erstmal stehen lassen. Die sind da jetzt erstmal kein Problem für die Gesellschaft. So, das hier hinten noch. Die Kirche kann ich wahrscheinlich auch stehen lassen. Ich meine, ich werde mich erstmal hier um diese Ecke kümmern. So, das kommt noch mit. Sind gar nicht so viele Betten, wie ich dachte. So, hier ist bestimmt auch noch ein Bett drin. Jo. Ah, sogar zwei. Oh, da habe ich schon keinen Platz mehr. Das Soundtor kann weg. So. Die Betten kommen hier hinten hin. So, und so, dann lasse ich mir hier noch Platz für ein gelbes Bett. Zack, zack, zack. So, und so, und so. Okay, das ist nicht so viel Platz, wie ich gedacht habe. Also ich glaube, wenn ich die Betten da reinplatziere, ich glaube, die passen nicht mal alle da rein. Ich habe wirklich ein bisschen mehr erwartet. Jetzt so und so. Jetzt kann ich da noch ein gelbes Bett reinstellen. Dann war es das schon. Also es sei denn, ich packe hier zwischen noch Betten hin. Ich will ja auch, dass es ein bisschen human aussieht. Ich werde zumindest den Anschein erwecken. Jetzt würde ich mich um die Villager sorgen. So. Ich könnte einen Keller machen. Ich könnte hier eine Treppe am Ende runtergehen lassen. Ansonsten, zweite Etage wird oben ein bisschen eng. Da kommen sie alle rein. Dann könnte ich die theoretisch hier auch alle einsperren. Was ziemlich, ziemlich von Vorteil sein könnte, dadurch, dass ich mit meiner Ausrüstung, die ich bald haben werde, also vernünftiges Schwert, vernünftige Rüstung und vernünftiger Bogen, auch mal einen Raid starten könnte. Apropos Raids, ich habe lange keine... Oh, hallo! Na? Schön Liebe machen. Ich will viele neue Villager. Immer schön die Wirtschaft ankurbeln. Ich brauche neue Arbeiter. Machen wir hier einen Keller. Wie machen wir den? So und so, das hier weg. Dann so, so. Machen wir noch eine Werkbank. Die platziere ich erstmal hier vorne hin. Und dann kommen noch ein paar Treppenstufen hier rein. Na, ach Gott. So, wie mache ich das jetzt? So, so. Ach, das passt gar nicht. Ich meine, ich müsste das hier noch wegmachen. Alter, geh doch aus diesem Loch raus. Was willst du denn hier? Jetzt könnte ich... So, würde das passen? Ich glaube, das passt nicht. Nee, das passt nicht. Verdammt.
Ach Mann, wie mache ich das denn? Muss ich wirklich hier die beiden Betten noch rauspacken? Machen wir es halt richtig. So und so. 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 Würde das jetzt... Ich meine, theoretisch könnte ich dann auch so eine Doppeltreppe draus machen. Wäre vielleicht auch ganz gut. Machen wir eine Doppeltreppe draus. Dann müssen wir natürlich hier im Block weiter reingehen. Ach so, nee, ich muss dann auch noch hier im Block weiter reingehen. Das funktioniert dann doch nicht. Ach, Menno. Ansonsten müsste ich... Also ich könnte... Nee, das funktioniert nicht. Lasst mich kurz überlegen. Okay, wir können es aber andersrum machen, ne? Wir können das so machen. Dann so. Dann hier runter. So und so. Das funktioniert auch nicht wirklich. Ja, okay, dann mache ich einfach am Ende eine ganz normale Treppe von links nach rechts nach unten. Miau. Dann einfach von einer Ecke zur anderen. Also so und so. Und so, so. Ja, jetzt muss ich hier trotzdem eine Kurve laufen. So. Aber das sollte dann hoffentlich platztechnisch hinkommen. So, 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 so. Nice. Oh. Das funktioniert nicht so. So, würde das passen? Nein, das würde natürlich nicht passen. Das heißt, ich muss es wirklich... Also es passt gerade so. Wenn hier eine Treppe runterkommt, dann passt es gerade so. Na, dann eben so. Die muss dann weg. Und... Dann bauen wir hier auch einen Keller rein. Die Spitzhacke ist auch nicht so schnell. Da muss ich auch nochmal Efficiency draufhauen. Damit die hier halbwegs vernünftig arbeitet. Ich meine, es ist akzeptabel, aber gerade so für große Bereiche zum Ausheben dann doch nicht so gut. Okay, da muss ich erstmal ein bisschen Erde verstauen. Das ganze Inventar ist schon wieder zugeklumpt. Wo war die Ramschkiste? Hier war die Ramschkiste. Alles da rein. Jo. So. Ich sollte vielleicht auch mal eine Fackel platzieren. Damit ich hier unten noch was sehen kann. Räumen wir noch hier bis zum Boden raus. Und dann fange ich an, ein paar Fackeln zu placen. Ich weiß gar nicht, wie weit muss ich denn hier nach hinten? Ja, so, ne? Ich würde hier unten erstmal noch keine Wände reinziehen. Das dauert mir zu lang. Ich würde erstmal hier nur ein paar Betten platzieren. Erstmal den Grundraum ausheben und dann... Oh, Moment. Das war schon eins zu weit. Ja, dann kann ich hier auch eine Wand platzieren. Dann platziere ich halt Wände. Also dafür, dass es hier nur provisorisch sein soll, wird das ziemlich groß und komplex. Da kommt was hin, da kommt was hin. Ach komm, ich lasse das jetzt einfach so. Ich zimmer da jetzt keine Wand rein. So, jetzt kann ich ja hier ganz gut sehen, wo Schluss ist. Jo, hier ist Schluss. Genau, hier ist Schluss. Bis hierhin und nicht weiter. Halt. So.
Dann mach das weg. Und das ja auch noch. Na, ey. Ach Gott. Ich hoffe, es ist ein bisschen zu schnell. So, jetzt haben wir hier ein gutes Räumchen ausgehoben. Und können dann hier schon mal ein paar Betten platzieren. Wir kommen in die gelben Betten rein. Wie platziere ich die? Ich würde sagen so und so. Und dann... Nee, das sieht nicht gut aus. Das sollte... Ja, wobei... Machen wir so und so. Und dann so, so und dann bis zur Wand da. Ich denke, das ist dann erstmal in Ordnung. Hatte ich hier noch ein gelbes Bett? Nee. So und so. Ja. Ich würde sagen, das passt. Wie viele Betten habe ich jetzt hier draußen noch? Ach, zu viele. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele, Betten habe. Tja, wie mache ich denn das dann? Ich meine, hier kann ich das noch so machen. Jetzt habe ich noch zwei Betten, die irgendwo hin müssen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das so und so und so. Ich denke, das passt. Ich muss hier natürlich noch ein paar Fackeln platzieren, nicht, dass hier Monster drin spawnen. So. Nicht schön, aber selten. Hier sollten eigentlich auch noch ein paar Fackeln reinkommen. Naja. Auf jeden Fall Tür rein. Zack, da seid ihr erstmal halbwegs sicher vor Monstern. Ich denke, das ist ja mehr als genug. Also mehr kann ich euch auch nicht anbieten. Wenn ihr damit nicht zufrieden seid, dann, tja, dann Pech. Boah, da muss ich noch so viel abreißen. Vor allem an Erde. Wobei die Erde jetzt eher weniger das Problem sein wird mit der Schaufel. Ich sollte auf jeden Fall noch mal ein bisschen hier etwas ernten. Wie viel Leder habe ich noch? Ich glaube 9 oder 6 oder so. 5, okay. Ich habe auf jeden Fall noch eine Menge Fleisch, was ich weghandeln kann. Das würde ich mal eben tun. Es gibt noch ein bisschen Erfahrung. Es gibt sogar ziemlich gut Erfahrung. Wo ist denn der Fleischer? Da. Zack und zack. Na, schon Level 6. Dann Bibliothekar, wo bist du? Da. Okay, das war's schon. Naja. 6 Level. Das reicht, glaube ich, noch nicht aus, um die Axt aufbessern zu können. Ne? Efficiency 4. Efficiency 4. Ne, es kostet 9. Kann ich noch irgendwas handeln? Ich glaube, gerade erst nicht. Gerade erstmal nicht. Naja, dann. Ach so, ja. Hier sind ja keine Betten mehr. Jetzt muss ich ja auch hier drinnen schlafen. Sind die Betten alle besetzt? Okay, wir haben noch sehr viele freie Betten. Ja, wobei es kommen noch ein paar. Die ganzen Kinder fehlen auch noch. Wo sind die Kinder? Ich sollte hier vielleicht eine Glocke hinpacken. Auf jeden Fall ein Kind. Kann auch sein, dass es gerade erst entstanden ist. Was brauche ich denn dann an Händlern? Bibliothekare vielleicht noch ein paar. Und vielleicht noch ein paar Farmer, schätze ich. Ja. Keine Ahnung.
Was brauche ich denn noch? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ich meine, ich habe auf jeden Fall noch eine Menge Trader, die ich noch nicht habe. Also sowas wie den Bogenmacher, den Fischer, den Cleric, den habe ich nicht. Fehlt auf jeden Fall noch eine ganze Menge. Naja, ich würde aber erstmal sagen, das soll es für diese Folge wieder gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr hier gewesen seid. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.